So, da sind wir wieder hier beim Zacktoberfest. Und zwar haben wir als nächstes Zed mit Vectronom. All Pickups meine ich, also take it away. Man könnte sagen, es ist das Zacktoberfest. ja, hallo, herzlich willkommen zu meinem Run heute, zu meinem ersten Run. Ich zeige euch das Spiel Vectronom vom deutschen Entwicklungsstudio. Es befindet sich in Köln, Ludopium. Ist vor ein paar Jahren rausgekommen, ist ein Rhythmus-Plattformer. Wir spielen die Kategorie All Pickups, das heißt, ich spiele die Kategorie All Pickups. Und ihr seht vielleicht hier an einer Seite des Bildschirms, müsstet ihr genau, seht ihr meine Hände. Und da könnt ihr sehen quasi, wie ich das Spiel steuere, weil es gibt ein paar besondere Stages, wo die Pickups eine besondere Art und Weise des Pickuppens erfordern. Ich glaube vielmehr, ich wollte doch irgendwas sagen, habe ich vergessen, dann war es wohl nicht ganz so wichtig. Der gute Hedwig unterstützt mich ein bisschen seelisch, damit ich nicht so traurig bin, wenn ich schlecht spiele. Ja, ich bin auch hier, ich habe keine Ahnung vom Spiel, aber ich stelle doofe Fragen. Das ist gut, ich werde sie vielleicht nicht so viel beantworten können, weil ich so viel erzählen muss. Alright, noch eine kurze Sache checken, das müsste passen. Alles klärchen. Dann würde ich sagen, es geht los in 3, 2, 1, zack! So, ich bin dieser kleine isometrische Würfel und ich möchte diese Dinger hier, das sind Pickups, alle aufsammeln, die es im Spiel gibt. Ich bewege mich durch die Welten. Ihr hört vielleicht, dass die Musik sehr rhythmisch ist und die Spielwelt sich im Takt zur Musik bewegt. Wenn ich ein Level fertig habe, muss ich durch diesen kleinen Zwischenraum zwischen den Levels hindurchwandern und zum nächsten. Es gibt immer quasi 3 Levels, wie ihr seht, pro Stage, also 3 Substages. Und außerdem ist nochmal dann, wenn man 3 Stages insgesamt geschafft hat, hat man ein Level-Set erledigt. Da gucken wir uns gleich nochmal an, wie das dann aussieht. So. Sehr gut. So. Es gibt ein Input-Cap, das ist sehr wichtig. Die Musik, die hört ihr, die ist auf On-Beat quasi immer. Ich kann aber höchstens bis zu 4-mal pro Beat mich bewegen. Das ist aber zu schnell, weil wenn ich zu schnell bin, dann werden die Inputs gedroppt und das ist wahnsinnig schwer, das so präzise zu machen. Deswegen mache ich lieber 3-mal pro Beat. Und hier mache ich jetzt etwas. Ich spawne den zweiten Spieler. Weil es hier nämlich schneller ist, einfach die Pickups so einzusammeln und weiterzugehen. So, jetzt gehe ich hier quasi ans Ende des Levels und komme in einen Zwischenlevel rein. Und da gehe ich jetzt zum nächsten Stagepunkt. So, hier haben wir Jumpy Pads, ups. Die schleudern mich in die Richtung, in die ich zuletzt gesprungen bin. Ja. Oh. Hast du jetzt sozusagen dauerhaft den zweiten Spieler auch mit auf dem Feld? Den kann ich despawnen, aber ich brauche ihn dann gleich wieder. Deswegen despawne ich ihn mal noch nicht. Ist eigentlich kein Nachteil außer der Kamera. Ups. So, hier wieder. Ihr seht, es war viel schneller jetzt quasi den Spieler mitzunehmen. So, was ich jetzt aber mache ist, wenn ich hier in das Menü gehe und zurück, ups, wenn ich also einmal kurz ins Menü gehe und weitermache, dann bin ich schneller, als wenn ich dieses Zwischenlevel mache. Würdest du sagen, ah, jetzt ist wahrscheinlich ein schlechter Zeitpunkt. Ja. Na? Okay, das ist kein Problem. Whoa. Also, es ist manchmal möglich, quasi über diese Spikes drüber zu springen, auf ganz bestimmten Frames. Das geht, also mit dem richtigen Timing geht das. So, was war deine Frage, Hedwig? Würdest du sagen, dass um das Spiel zu spielen, es auch notwendig ist, sich die Level immer erstmal anzuschauen, wie sie sich bewegen, oder kann man das gut beim Spielen lesen? Die ersten Level sind recht einfach. Es wird dann immer schwerer. Aber ich würde sagen, also wenn du sie einfach casual spielen willst. Moment kurz. Alter. Gut, hier mal safe gemacht. Also, casual ist das Spiel so gemacht, dass ich hier, wie jetzt, gerade ich das vormache, dass du pro Beat eigentlich einen Input machen kannst.
Im Speedrun aber, da möchtest du, im Speedrun möchtest du... Upsa. Na? Möchtest du halt quasi mehr Inputs haben, weil du schneller bist? Mist. Hier wäre, hätte es einen Cycle-Skip gegeben, den habe ich jetzt leider gerade nicht geschafft. Versteckeltes Pickup hier. Eieiei. Das würde man aber auf einem der Beats Casual auch sehen, oder? Nee, es... Ah. Also man sieht das nicht, man muss halt quasi so weit vorne sein wie möglich. Oh, ich müsste das Zwischending kann ich machen. Funk! Es war noch nicht mal ein Timing-Problem, sondern ein Richtungsproblem. Hm. Upsi. Naja, passiert. Ist live. Ach so. Man stelle sich das vor. Ich dachte, wir können noch alles rausschneiden. Ja. Mist. Ärgerlich. Machen wir für YouTube dann. Spliced Run. Ach so, ich vergesse ständig, dass ich das hier machen kann. Die Musik, die ihr hört, ist absoluter Banger. Und gibt's auch auf Steam und auf Bandcamp. Und auf Spotify, glaube ich, auch. Ich nick auch schon die ganze Zeit mit dem Kopf mit. Ja. Wenn wir irgendwas Wichtiges zu sagen haben, vorzutragen an der Hosting Station, wäre jetzt ein guter Moment. Oh nein! Das ist schlecht, weil das Pickup uns jetzt davonfliegt. Wie mache ich das? Wie löse ich das? Hm, ja. Hätte ich jetzt einen zweiten Spieler schon direkt gehabt. Oh, das war... Jetzt kann ich wieder hier... Also alle drei Level muss ich quasi den Umweg gehen über den Level Select Screen. So, Achtung. Gut. Ja. Okay, wir machen es langsam. Ja, was man daran jetzt ein bisschen gesehen hat, du willst den Block, also jeden Block, der Pickups einsammelt, willst du am Leben erhalten. Genau, richtig. Denn wenn du einen Pickup mit einem Block einsammelst und der Block dann stirbt, dann sind die Pickups wieder nicht mehr eingesammelt. Genau, dann das ist richtig. Du sie erneut einsammeln, bis du das Level abschließt. So ist es. Habe ich mir gemerkt. Na? Nochmal. Okay, whatever. Oh! Die Nerven. Die Nerven machen nicht mit gerade. Ich musste improvisieren, aber es hat irgendwie geklappt. So, das Level ist das furchtbarste, was das langsamste ist und das größte. Das heißt, hier geht einem die Input Cap gerne mal entgegen. Na. Für diejenigen, die sich gerade gewundert haben, was passiert ist, ich kann durch Drücken von Steuerung R das Level sofort instant resetten. Fink, das ist nicht gut. Okay. Let's go. Save strats.
Nein! Ah, das war sehr ärgerlich. Der Greed. Hier ist quasi, wollte ich so nervös, das Level zu beenden. Ach, komm her. Dass ich zu schnell den Input gemacht habe. Okay, ich muss mich kurz konzentrieren. Sorry, Leute. Okay, sehr das gut. Schlimmste haben wir ja hinter uns. Und wenn du einen neuen Charakter spawnst, wo erscheint er eigentlich? Am Spawnpunkt des Levels. Okay. Kann ich dir auch gleich zeigen. Weil jetzt mache ich mal den dritten Charakter hier. Und der ist da oben gespawnt. Es ist hier wichtig zu erwähnen. Upsa. Das ist schlimm, wenn man versucht gleichzeitig zu sprechen bei einem Spiel und zu spielen, verliert man sofort die Koordination. Es ist wichtig zu erwähnen bei einem Spiel, dass das Metronom von einem Levelset, also von drei zusammenhängenden Leveln, ist voneinander abhängig. Das heißt quasi, je nachdem, wie lange ich beim ersten Versuch gebraucht habe oder wo ich quasi war im Bereich der Musik, da bin ich dann auch beim zweiten Level. Das heißt, ich möchte, damit ich den perfekten Zyklus kriege, immer auch gucken, dass ich... Funk. Oh, das ist nicht gut. Was mache ich? Wie mache ich das? Okay. Okay, alles easy. So. Fink, schade. So, jetzt hier wieder mit drei Spielern. Zuerst symmetrisch. Oder synchron vielmehr. Oh, ja, voll mein Gehirn hat gesagt nein. Sorry. Nochmal bitte. Okay. Wow. Mist, ich war zu langsam. Und jetzt war ich zu schnell. Oh, meine Güte. Da los heute? Das Level ist nicht so zackig wie du. Nee. Och komm. Das ist immer schwierig beim... Wenn man synchron spielt, da muss man immer aufpassen, dass man nicht quasi mit einem zu schnell ist, mit dem anderen zu langsam. Ach, dieser Spike ist aus irgendwelchen Gründen wahnsinnig schwierig zu überspringen. Na? Ganz kurz. Uff. Komm her. Sehr gut. Nice. Das hier ist jetzt nicht nur eine Intermission, sondern gehört zum Levelset. Ja. Okay. Weil es so diese schmalen, länglichen Dinger waren. Ja, hast recht. Nee, es gehört tatsächlich. Das ist jetzt wieder dieses Intermission. Genau, so. Oh, Wände jetzt sogar. Mhm.
Okay, whatever. So hätte ich das auch gleich machen können. Okay. Oh, krass. Wenn irgendwas zu sagen gibt, gerade in der Hosting Station, gerade wenn der gute Moment. Ja, wunderbar. Ein Moment. Wir müssen hier noch gerade einmal die Seite refreshen. Ich sehe nämlich, wir haben eine Donation reingekriegt, und zwar 10 Euro von Uts. Und zwar mit dem Kommentar, ein verrücktes Hüpf- und Tanzspiel spielen und gleichzeitig kommentieren. Das machst du super, Zed. Donation Incentive Runner's Choice. Werde ich mich nach dem Run zu äußern. Okay, nach dem Run. Ich will nur noch mal kurz darauf aufmerksam machen, ganz kurz. Ja. Der Ocarina of Time Run, der ja gleich anfängt. Wir haben immer noch das File Name offen. Lümmel führt ziemlich haushoch, also da muss schon ein bisschen was an Geld rein, falls ihr nicht Lümmel sehen wollt. Also zurück ins Studio. Okay, ich muss das neu starten, weil ich... Da hat jetzt ein Pickup gefehlt. Genau, weil ich das Pickup nicht gekriegt habe. Okay. Ich weiß nicht, was heute los ist, Leute. Sorry. Komm! Also irgendwie ist das Level gerade mir nicht so hold. Also eigentlich habe ich da immer gute Strats. Aber heute bin ich im Timing minimal off. Also das ist manchmal echt fies. Ich weiß, was ich machen soll, aber ich mache das einfach mal hier ganz plebmäßig, damit wir vorankommen. Casual E. Alle Zeit, die wir rausgeholt haben. Was? Wie kann das gewesen sein? Ich habe keine Ahnung, was da los ist heute, Kinder. Okay, whatever. So jetzt. Sehr gut. Also ich hoffe, ihr konntet die Musik genießen, die ich euch ein bisschen länger hab hören lassen. Oh, ist da Gesang mit drin? Ja. Kannst du verstehen, was die Lyrics sind? Klingt nach gesungenen Vokalen einfach. Es ist You are all there is. Ah. Ich hab gerade auch. Im Spiel? Nein. Schade. Ich dachte gerade jetzt mit dem Gesang, dass da vielleicht irgendwas thematisiert werden soll. Also, nicht, dass ich wüsste zumindest, aber vielleicht wissen die Entwickler da mehr als ich.
Oh, Tetris? Was geht ab? Ja. Das Level ist eindeutig inspiriert von einem bekannten Puzzlespiel in Form und Musik. Ja. Na, jetzt fallen die Blöcke sozusagen sogar. Mhm. Ich muss immer dahin, wo der Stachel quasi hinzeigt. Hm. Oh, der Cube oben hat getanzt. Hat sich genau, wenn er eine Zeit lang in Idle ist, dann fangen die Cubes an zu tanzen. Nice. Hier ein Pickup. Muss es hier warten, also nochmal um die Mechanik der Jumpy Pads hervorzuheben. Es geht wirklich nur darum, in welche Richtung ich zuletzt gesprungen bin und nicht in welche Richtung ich drücke, wenn ich da drauf bin. Oh. Oh nein, ein Don't Press Any Button Level. Bei dem Level ist was ganz Cooles. Ups. Na? Okay. Sag ran, wenn wir wieder da sind. Warte mal kurz, ich gebe dir wieder das Signal. Gut, Timer wurde jetzt nicht pausiert, aber... Okay. Ah, ich glaube, wir sind wieder da. Ich glaube, wir sind... Ich glaube, wir sind wieder live, also du kannst wieder alles loslegen, klar. Zed. Hi zurück, wir hatten gerade technische Schwierigkeiten, sorry, es geht aber weiter. In dem Level, ganz schön, sieht man, man kann auch über unsichtbare, über nicht vorhandene Plattformen springen. Wieso geht das? Ja. Bei gewissem Timing geht das. Bei uns sieht es in Ordnung aus. Mist, ja. Egal, ich warte einfach ab.
Hier gibt es was ganz Cooles. Oh, wo ist mein dritter Spieler? Hier. Imagine, du spielst einfach drei Charaktere gleichzeitig. Was geht ab? Stell dir das mal vor. Ja. Also wenn ich das Spiel sehe, überfordert es mich einfach schon allein vom Zugucken von einem Charakter. Shoutouts an alle Schweizer, die das gucken. Gibt es dafür einen Grund? Weil das Level ein Plus war wie die Schweizer Flagge. Ah, okay. Das ist mir nicht aufgefallen, leider. Okay. Fink. Na, das ist ärgerlich. Muss ich neu starten? Okay, Moment. Okay, pass auf, das holen wir nach. Vor allem Heroes. Ja, also ist Pedro schon ein gutes Stückchen. Kommt drauf an, wie viel. Okay, alles klar, haben es gesaved. Du in das Spiel investierst. Sehr gut. Also. Dann das skip gleich. Bam, 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 bam. Nochmal. Kommt drauf an, wie viel du in das Spiel investieren willst. Du kannst natürlich. So wie im Spieler natürlich auch komplett alles skippen. Das Level gibt mir irgendwie Boss-Fight-Vibes. Ich weiß nicht warum. Wegen den vielen Spikes und der Musik. Ja, wahrscheinlich. Gibt es einen Fight? Vor allem die Animation. Nicht, nein, gibt es nicht. Es gibt nur Präzisionstests. In dem Level sehen wir sehr schön, wie die Level eigentlich intendiert sind. Sie sind eigentlich so gebaut, dass man wirklich, wie man sieht, pro Beat in der Musik einen Input macht und dann wie bei Crypt of the Necrodancer so ähnlich durchkommt, obwohl sich das Level verändert. Hier in einem wunderschönen 7-Vierteltakt übrigens. Und ja, ich habe es trotzdem verkackt, deswegen, weil man... nicht sprechen sollte und erklären beim Beat zählen. Aber dann genießen wir einfach das Level noch ein bisschen länger. Was? Wieder an, wo ich lang muss. Ich sollte eigentlich muted sein, egal. Das ist dann so das Vectronom-Äquivalent zu einem Auto-Scroller. Genau. Anscheinend habe ich vergessen, mich zu muten. Oh oh. Wie sieht's aus? Sollen wir nochmal neu starten? Oder? Nicht irgendwelche Bitrate. Ja, es ist noch so ein bisschen die Frage. Es könnte an deren Server liegen. Wir sind uns aber nicht ganz sicher. Ich glaube, wir sind gerade wieder live, oder? Ne, jetzt ist wieder da. Die Bitrate schwankt stark. Sehr stark. Oh oh. Technik müde, Technik schlafen, sagt Blue. Ja, so in etwa. Also hier ist auf jeden Fall
10. Okay, wir sind live. Hi. Sorry Hi, für jegliche technische Probleme. Wir sollten wieder da sein. Hoffentlich diesmal mit besserem Internet. Nein, Kamera ist gut. Passt. Wir sind wieder RIP. Wir sind wieder RIP. Ich mach nein, ich das mach glaube es passt. Ich glaube es passt. Gleich Moment. Passen. Okay, ich, wir sind wieder da. Es scheint zu passen. Wir haben leider auch keinen Timer gestoppt, aber egal. Wen interessiert das schon? Okay, wir sollten wieder da sein. Ich würde sagen, wir schicken dich einfach wieder los. Ja, sag einfach, wann es geht, ne? Jo, 3, 2, 1, zack. Hi Leute. Sorry für die technischen Probleme. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß am Run. Muted. Gut. Blame, großer roter Internetanbieter, den alle in Deutschland haben. In dem Level wieder 3 Spieler. Gut, sehr schön, haben wir geschafft. Das ist ganz cool, da kann man so ein bisschen symmetrisch sein, ab einem gewissen Punkt, wenn man vorher richtig arbeitet. Jetzt einfach nur noch zum Ziel kommen. Wie viele Level stehen uns noch bevor? Wir sind schon recht weit. Okay. Ach, Seven war wieder ein... Können wir gleich gucken, und zwar genau, nur noch ein Set und dann kommt nur noch das Finale. Ah ja. In dem Level haben wir was ganz Cooles, nämlich wieder 3 Spieler-Strat. Und sogar in 2 Levels. Die beiden Spots waren safe da, nice. Nice. So, und das war das letzte Level, das noch eine 3-Spieler-Strat hatte. Leider. Hier ist tatsächlich auch das erste und das zweite Level, wie wir gleich sehen, identisch. Nur halt muss ich in die andere Richtung. So, vom Weltrekordhalter Bad Black Shark. Shoutouts gehen raus. Ist das das Lieblingslevel? Oh, die Kamera macht komische Probleme. Schon wieder Probleme? Moment, nee, nee, die Kamera macht kein Ding, kein Ding. Okay. Mach weiter, mach weiter. Unten rechts. Unten links. Oben links. Oben rechts. Unten rechts. So, und jetzt. Oh, Mist. Links. Oben. Rechts. Unten. Links. Oben. Rechts. So. Und jetzt haben wir alles safe? Sind wir da? Ja. Jetzt sind wir nämlich im finalen Level. Und da muss ich jetzt was ganz Spannendes machen. Nämlich, das seht ihr gleich. Sorry. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Hilfe! Im zweiten Level hier kommen die Pickups. Und was ich jetzt machen muss, ist, ich muss wieder mit 2 Spielern gleichzeitig spielen, aber 90 Grad gedreht. Wow. Immerhin nur einen Press pro Beat. Okay, das hätten wir geschafft.
Und Time. Huiuiuiui. Das waren gute letzte Level, Mann. Okay. Ich hoffe, mein letztes Level hat den Rest des Runs ein bisschen redeemen können. Auf jeden Fall. Das war der Run von Vectronom All Pickups. Wir haben noch eine Sache zu tun, bevor der Run gültig ist. Ich muss ins Level Select gehen. Ob überall das gelbe Lämpchen leuchtet, es sieht aber gut aus. Das heißt, ich habe tatsächlich auch